Hallo zusammen. Nun herzlich willkommen zu Teil 3. Und Teil 3 sind jetzt die Einheitsloks in Ausführung Bügelfalte. Da haben wir momentan, ich meine es waren 19 verschiedene Variationen. Und dann schauen wir mal, was da kommt. So, hier haben wir eine 110, 367-0. Das ist im Grunde, ich sag mal, die Erstausführung der Bügelfalte. Die hat die verkleideten Puffer, unten eine Schürze dran. Die hat auch so eine Griffreling und ein altes durchgehendes Lüfterband und ein Dach mit Rinne. So, ich habe die hier als 110. Aber natürlich hatte die Erstbezeichnung E10. Eine E10 383. So. Wie gesagt, das ist jetzt noch eine E10. Und zwar hat man damals auch schon sogenannte Farbvarianten ausprobiert, der besseren Sichtbarkeit. Und dieses hier, man sieht ja, das ist ein Grauton. Da gab es drei Grautöne. So, und dieses hier ist der mittlere Grauton. Die Maschine ist von Roco. Die vorherige E110 Bügelfalten war auch von Roco. Also wie gesagt, hier auch alles das Alte dran. Reling, verkleidete Puffer, Dachrinne, altes Lüfterband. Und hier im Farbversuch aus den 60er Jahren. Als nächstes haben wir die 110 478-5. Genau genommen die gleiche Version wie vorher die beiden. Nur die ist schon ihrer Regenrinne und dieser silbernen Dachrinne beraubt worden. Also hat einen etwas moderneren Eindruck. Ansonsten ist es noch genau das gleiche. Verkleidete Puffer, Reling, dieses alte durchgehende Lüfterband. Dieses Modell ist von Pico. So, hier kommt ein Unikat. Ich denke mal, das ist noch so. Und zwar haben wir hier eine 110, 365. Das ist eine Bügelfalten-E10. Und zwar ohne untere Schürzenverkleidung, ohne Pufferverkleidung, keine Reling mehr, keine Dachrinne oder Silber, aber das alte Lüfterband. Die Lok ist von mir selber so kreiert worden und lackiert worden, mit allem drum und dran. Auch vorne die Pufferverkleidung und so weiter wurden, sag ich mal, geändert. Also das ist, soweit ich jetzt weiß, immer noch ein Unikat und kein Hersteller hat die im Programm. Das Grundmodell ist von Roco. So, hier haben wir die 110 317-5. Das ist, ich sag mal, das neue Modell von Pico. Eine Bügelfalte mit durchgehendem Glattelüfterband. Ja, im Grunde modernste Form, keine Reling und so weiter. Aber
Zu dieser Maschine gibt es was zu sagen. Das war auch schon viel im Netz zu lesen. Und zwar, die Maschine ist wohl falsch ausgeliefert. Und zwar mit Henschel-Drehgestellen. Na, wie gesagt, da wurde schon viel drüber geschrieben. Meine eigenen Recherchen haben ergeben, ich sag mal anhand von haufenweise Sonderzeitschriften über die Baureihe 110 und so weiter, dann Videos studiert, die ich alle habe über diese Baureihen. Na, wie gesagt, ich habe viel Material darüber, weil es auch meine Lieblingsbaureihe ist. So, also ich bin zu dem Schluss gekommen, eine 110, 317 gab es tatsächlich nicht mit Henschel-Drehgestellen. Jetzt ist es so, sollte man sich wundern, man kann da zwar jetzt schlecht sehen, ich probiere das jetzt mal anders, kleinen Moment. So, da bin ich jetzt wieder. Jetzt habe ich mal eine Lampe geholt. Und wenn man jetzt mal guckt, die Maschine hat jetzt die richtigen Drehgestelle. So, da war nämlich auch die Sprache von, dass man die Drehgestelle oder die Blenden gegebenenfalls tauschen kann und so weiter. Da werde ich mich noch drum kümmern. Das, was ich nämlich jetzt gemacht habe, ich habe einfach die Gehäuse getauscht von der 110 TRI. Das geht also einwandfrei. Und so wäre jetzt die richtige Ausführung. Jetzt setze ich hier gleich noch ein Bild hinterher, damit man mal den Unterschied zwischen beiden Drehgestellen sehen kann. Also, wie gehabt, hier haben wir jetzt die 110, 317, wie sie eigentlich aussehen sollte. So, und jetzt mal für diejenigen, die jetzt nicht unbedingt wissen, wovon man da redet. Also es gab im Grunde zwei Drehgestelle. Einmal Henschel-Drehgestelle, das waren sogenannte Schnellfahrdrehgestelle, und es gab die Seriendrehgestelle. Bei den Seriendrehgestellen gab es noch ein bisschen Modifikationen, aber die waren jetzt so hier nicht ersichtlich. So, und auf den Bildern hier, oder auf dem Bild, da seht ihr links ein Seriendrehgestell und rechts ein Henschel-Drehgestell. Rechts hat es auch die Picolok und die gehören da nicht drunter. Die Picolok rechts müsste die Drehgestelle haben von der TRI links. Ja, und da kann man den Unterschied einfach mal sehen auf den Bildern. Hier haben wir jetzt eine 110 406-6. Das ist jetzt schon eine Bügelfalte der letzten, neuesten Generation. So, das heißt, die hat keine Pufferverkleidung, keine Reling, keine Dachrinne. Die hat die glatte Lüfter und ein viereckiges Maschinenraumfenster. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Na, wie gesagt, hier wegen Testen der ganzen Loks, weil die ewig nicht mehr gefahren sind. Also hier ist auch nach Decodertausch kein Fahren möglich. Warum, weiß ich noch nicht. Muss ich mal schauen. Gut, dieses Modell ist von Roco. Eine 110 423-1. So, das ist eigentlich das gleiche, was wir gerade gesehen haben. Nur in Ozeanblau Beige. Keine Pufferverkleidung, keine Reling, keine Dachrinne. Komplett glatte Lüfter und ein viereckiges Maschinenraumfenster. Also letzte Version, was es davon gibt oder gab. So, auch diese Lok, im Moment aus unerfindlichen Gründen, fährt nicht. Ne, müssen wir uns auch drum kümmern. Schauen wir mal. So, dann kommen wir mal wieder zu den sogenannten Rheingold-Maschinen. Bei den Kastenloks haben wir ja gesehen, da gab es diese Provisoriums. So, und das waren dann hier die richtigen, die Bügelfalten E10 als Rheingold, die man ja auch haben wollte. So, hier haben wir die E10 1309.
Das ist, sage ich mal, natürlich die erste Version. Pufferverkleidung, Reling vorne dran, Dachrinne und das durchgehende alte Lüfterband. So, dieses Modell hier ist von Lilliput. Das ist eine sehr alte Maschine. Ja, und die habe ich tatsächlich bis heute noch nicht digitalisiert. Wird dann auch im Zuge der Reparatur der anderen Maschinen passieren. Also, hier haben wir eine E10 1309 Bügelfalte von Lilliput. So, dann haben wir hier die E10 1267. Mehr oder weniger das gleiche Modell wie vorher. Der einzige Unterschied, der hier herrscht, ist, dass die keine Reling vorne hat. Ja, und ich sag mal, die hier hat ja auch Henschel-Drehgestelle. Die waren dann für höhere Geschwindigkeiten ausgelegt. So, dieses Modell ist von Roco. Eine Rheingold-Lok E10 1267. Und wir sind wieder weiter mit der Lackierung. Das heißt, wir haben nämlich jetzt Orient Rot. Hier wieder die 110 in komplett, wir sagen mal, moderner Version. Ne, muss ich nicht immer alles aufzählen, man sieht es ja. So, das ist die 110 304-3. Und dieses Modell ist von Pico. Und das hat sogar Sound. Gut, der war zufällig dabei, aber was soll's. Und weiter geht's. Und wir sind bei der letzten Farbvariante. Und zwar Verkehrsrot. Eine 110 320-9. Auch hier wieder alles auf modernsten Stand. Keine Pufferbohlen, keine Reling, keine Dachrinne und so weiter. Glatte Lüfter mit modernen Maschinenraumfenster. Ja, diese Maschine gibt es auch mit einem neuen durchgehenden Lüfterband, aber leider noch nicht im Modell. Da hoffe ich mal, dass vielleicht Pico auch noch diese Variante bringt, wie die, die wir vorhin gesehen haben, in diesem Ozeanblau. Also wie gesagt, das ist so die letzte Variante hier und die letzte Farbgebung. Was danach folgt, sind dann mehr oder weniger nur noch Fremdleistermaschinen, aber die sehen wir auch. Gut, dieses Modell hier ist von Roco. So, und wie gerade angekündigt, hier haben wir eine Lok von TRI, Train International. So, das ist die 110 469-4. Dazu gibt es auch passende Wagen. Und dieses Modell, ja, man sieht ja erstmal grundsätzlich, neueste Version wie gerade auch. So, und dieses Modell ist von Pico. So, nun kommen wir zu der 112er Reihe. Man sieht TE-Farben.
Das hat die 112er alle so ausgezeichnet. Im Grunde genommen, ich sag mal, als Nachfolge der blauen für den Rheingold und natürlich dann eingesetzt für TE-Züge, die es alle gab. Das ist die 112-269-6. Das Modell ist von Roco. Hier kann man wieder sehen, das ist somit die erste Bauserie. Pufferverkleidungen, hat aber keine Reling. Silbernes Dach, Regenrinne und das alte durchgehende Lüfterband. Die Lok hier hat auch schon Henschel-Drehgestelle, sprich für 160 Schnellfahrdrehgestelle. Hier haben wir die 112-312-4. Im Grunde genommen exakt das gleiche Modell wie gerade. Nur hier ist vorne dieser Griffumlauf dran. Auch aus der ursprünglichen Rheingold-Geschichte und für TE-Züge gedacht. Dieses Modell ist von Roco. Hoppala, etwas weit. So, 112-501-2. So, das ist im Grunde auch eine TE-Lok. Hier ist schon, ich sag mal, eine kleine Erneuerung dran. Also im Grunde das Modell wie alle vorher. Verkleidete Pufferbohlen, Reling, altes durchgehendes Lüfterband. Aber die hat keine Regenrinne mehr. Kein silbernes Dach, also in dem Sinne, und die Regenrinne fehlt. Das Modell ist von Pico. Eine 112-491-6. Das ist jetzt, sage ich mal, eine sehr letzte moderne Version. Keine Pufferverkleidung, keine Reling, keine Dachrinne. Die glatte Lüfter und ein viereckiges Maschinenraumfenster. Na, ich sag mal, die guten alten TE-Loks sind dann, wie zum Beispiel diese hier, nachher verdammt worden in den Nahverkehr. Dieses Modell ist von Roco. So, hier haben wir eine 113-273. Das ist eine Eigenkreation von mir. Und zwar die Lok, die wir vorher gesehen haben, mit den einzelnen Klattelüftern und dem Maschinenraumfenster. Das war solche. Und der habe ich ein durchgehendes Lüfterband verpasst. Also sage ich mal, so eine Eigenbau. Die Maschine ist dann später rausgekommen von Trix. Als 112, aber wie gesagt, hier als 113 in dieser Version, Eigenbau von mir, so irgendwie nicht erhältlich. Das Grundmodell ist von Roco. Jetzt geht es nummernmäßig weiter. Hier haben wir eine 114-487-2. Das Besondere an dieser Lok ist, die hat rote Puffer.
hat es tatsächlich so gegeben, genauso wie sie hier ist. Na, also ich sag mal, keine Verkleidung, keine Reling, oben keine Dachrinne, durchgehendes glatte Lüfterband und halt komplette Front vorne inklusive Puffer in Rot. Da gibt es auch Fotos von. Wer da mal irgendwo sucht oder so, der wird die finden. Dieses Modell ist von Roco. Hier haben wir jetzt wieder eine Nummer weiter. Wir haben eine 115-509-2. Wie auch an der Lackierung zu erkennen, die Lok war, sag ich mal, unterstellt für DB Autozug, also auch für diese Nachtreisezüge. Und dieses hier ist auch ein Sondermodell. Da steht auch drauf 80 Jahre Auto am Zug. Das hat eben damit zu tun, dass 80 Jahre, oder da war das Jubiläum, 80 Jahre Autos per Zug zu transportieren. Das hier ist ein Sondermodell von Roco gewesen. Also ich sag mal, die Lackierung finde ich wirklich ausgefallen. Und deswegen ist die auch hier. Das Modell, wie gesagt, von Roco. So, und damit sind wir am Ende der dreiteiligen Reihe Einheitslokomotiven der Deutschen Bundesbahn angelangt. Ich will hoffen, das hat euch gefallen, all die verschiedenen Bauartenunterschiede. Aber wie ich schon sagte, da gibt es noch viel, viel mehr. Gut, dann wünsche ich euch was. Bis dahin. Tschüss, euer Harry.